Und die Internatsgeschichten jetzt als Kinderkram abtun. Damals haben sie dich genauso bewundert wie wir alle. Um Gottes Willen, wofür? Für deinen Willen. So zu leben, wie du es dir vorgenommen hast. Davon sind sie immer noch fasziniert. Jeder schlägt sich eben durch, so gut er kann. Sag mal, wie sieht's eigentlich mit deinen Finanzen aus? Ich meine, weil die meisten deiner Mandanten nicht bezahlen können. Das ist doch nicht so wichtig. Warum schreibst du? Deine Mutter hat immer gesagt, nimm die Dinge, wie sie sind, werd endlich erwachsen. Und hör auf, herumzuträumen. Aber ich kann nicht aufhören. Ich habe vor, frühestens mit 75 mit dem Erwachsenwerden anzufangen. Schön. Ich konnte dich doch nicht enttäuschen. Du bist immer noch sauer wegen damals. Martin, wirklich. Gib zu! Das ist schon so lange her, dass es gar nicht mehr war. Und ich leide immer noch darunter. Unmenschlich. Judith, wann wirst du mir endlich Absolution gewähren? Wenn du dein erstes Klavierkonzert gibst. Und Nacht. Entschuldige. Na, schon okay. Gute Nacht. Meinst du nicht? Es geht schon ein bisschen früher mit der Absolution, zum Beispiel jetzt. Hm? Martin, zwischen uns wird es definitiv außer einem festen Händedruck nichts mehr geben. Habe ich mich nun klar genug ausgedrückt? Nein, es hatte sich nichts geändert. Sie träumte nicht. Sie war wieder da, wo sie angefangen hatte. Eingeklemmt zwischen zwei Welten. Sie saß in der Falle. Du bist weg von hier. Ich habe mich entschieden, erstmal hier zu bleiben. Aber du bist nicht glücklich hier. Warum sollte ich nicht glücklich sein? Warum erzählst du mir nicht, wie gut du zurechtkommst, wie wunderbar die Luft ist und wie sagenhaft zufrieden du mit deinem Leben hier bist? In meinem Alter hat man zufrieden zu sein, oder? Vielleicht dauert es nur bei mir etwas länger. Aber ich glaube, das geht vielen in unserem Alter so. Die 68er waren vorbei. Die Hippie-Zeit hatte noch nicht begonnen. Und wir hingen dazwischen mit unserer verdammten Suche. Sie ist mir immer noch zu groß. Du hast sie aufgehoben. Weißt du noch, unser letzter Abend im Kino? Dein Lieblingsfilm. Die letzte Vorstellung. Sinnigerweise. Ich wollte sehen, ob sie dir noch passt. Vielleicht hätte ich mich trauen sollen an dem Abend. Ich habe drauf gewartet. Verdammt! Tja, kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Was hast du denn angestellt? Autsch! Wir hatten es behauptet mit der Reise, hm? Susanne, hast du doch versprochen, ihr verpachtet das Hotel und macht endlich mal, was sie will. Also jetzt mal ehrlich, Tommy, ich mach mir nicht mehr so viel aus Reisen. Ubi bene, patria. Uns geht's doch gut hier. Susanne kann doch nicht ewig ihren kindischen Plänen nachhängen. Ach, interessant. Weiß Susanne, dass du das denkst? Komm jetzt, soll sie doch ihre Träume haben. Ich nehme das nicht so ernst. Ihren Roman auch nicht. Ich meine, als Hobby ist ja ganz toll, aber davon kann man nicht reden. Hör mal, Michael, Susanne schreibt richtig gut. So ein Talent kann man doch nicht einfach wegschmeißen. Abgesehen davon finde ich das durchaus legitim, wenn man einmal in seinem Leben mit der transsibirischen Eisenbahn fahren will. So ein Traum muss man auch mal verwirklichen, sonst... Findest du nicht auch? Also, wenn sie es wirklich gewollt hätte, hätte sie es auch gemacht. Jenny? Jenny, du machst doch nicht irgendeinen Blödsinn da drin. Tommy, ich brauche einen Job und du wirst ihn mir besorgen. Hey, Alter, was ist mit dir los? Hast mir vorhin nicht zugehört? Ich bin ein kleiner Anwalt und kann mir gerade eine Sekretärin leisten. Wie soll ich denn dir da helfen können, ha? Ich habe keine Ahnung, aber du wirst es tun. Wir reden wieder miteinander, wenn du nüchtern bist, Hans-Jörg. Ich war schon gar nicht mehr so nüchtern wie jetzt.
Weißt du, was mich so nüchtern gemacht hat? Das, was ich eben gesehen habe. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Fotografisches sozusagen. Weißt du noch, was ich für tolle Bilder gemacht habe damals für die Schülerzeitung? Denk die ganze Zeit drüber nach, was wohl Michael dazu sagt, wenn er es erfährt. Worauf willst du hinaus? Ich gebe dir Zeit bis morgen. Weißt du was? Du kannst mich kreuzweise, und zwar heute. Weißt du, dass ich mich vor dir erpressen lasse, du Flachwichser? Was willst du jetzt machen? Und dann? Und dann habe ich den Staatsanwalt fertig gemacht. Dieser türkische Mitbürger kann gar nicht zur fraglichen Zeit den Einbruch begangen haben. Ich habe hier nämlich eine Bestätigung des Krankenhausarztes, der meinen Mandanten damals behandelte. Übrigens wegen einer akuten Appendizitis, die ihn erst auf den Operationstisch und dann anschließend 5 Tage zur absoluten Bettruhe zwang. Für Sie, Herr Staatsanwalt, wiederhole ich es auf Deutsch. Mein Mandant hatte eine Blinddarmentzündung. Er wurde natürlich freigesprochen. Bezahlt er mich bis heute nicht. Echt, Tommy. Für ihn war es immer das größte Vergnügen, einen Lehrer vor versammelter Klasse fertig zu machen. Na, fang du auch noch an, Tommys Taten zu beweihräuchern. Ja, wieso? Tommy war Robin Hood und wir waren seine getreuen Gesetzeslosen. Und was habt ihr noch alles angestellt in der Schule? Jede Menge. Hans-Jörg, was ist mit dir los? Irgend so eine Kreislaufgeschichte. Na, der Junge hat einfach nichts gegessen. Du isst jetzt noch eine Kleinigkeit, wenn ich dich stopfen muss wie eine Weihnachtsgans. Tommy, du bist ein Scheißtyp. Annalena, bitte. Wieso? Vielleicht, weil ich mich nicht gern von Hans-Jörg erpressen lasse, oder was? Weißt du, ich krieg das irgendwie nicht zusammen. Auf der einen Seite bist du ein kleiner Anwalt, der sich um die kleinen Leute kümmert. Und wenn du mal eine Rechnung stellst, die nicht bezahlt werden kann, dann buchst du das von deinem Idealismuskonto ab. Und auf der anderen Seite behandelst du Hans-Jörg. Immerhin ein Freund aus alten Zeiten wie ein Stück Dreck. Annalena, bitte, ich habe keine Lust, darüber zu reden. Red darüber in deiner WG, aber nicht hier. Was ist denn hier los? Nichts. Das ist der Hunger, der macht aggressiv. Ist was, Freunde? Wir sind keine Freunde, Michael. Natürlich nicht. Werden das jemals mehr... Lass mich ausreden! Wir sind keine Freunde. Wir sind Klassenkameraden, die sich 15 Jahre nicht gesehen haben. Und die es nicht mal nötig hatten, in der Zwischenzeit Kontakt aufzunehmen. Und das finde ich ganz traurig und schrecklich. Es gibt da nämlich ein paar Dinge zwischen uns allen hier, die in der Luft liegen und über die wir reden sollten, wenn wir es auch noch halbwegs ernst miteinander meinen. Oh Gott. Annalena, jeder von uns hat ein paar Probleme, aber die muss man auch für ein paar Tage mal vergessen können, oder? Spar dir deine Sprüche. Du kannst die Probleme nicht einfach nur aussitzen. Was fällst denn du jetzt auch noch über mich her? Du hast mich belogen, Michael. Von Anfang an. Wie bitte? Von was redest du denn? Dass du mich nie ernst genommen hast. Keine Sekunde. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt es. Du hast mir vorhin erst gesagt, Michael. Du brauchst nicht mehr zu lügen, Michael. Ich habe gehört, was du Tommy gesagt hast. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Michael, das ist doch eine glatte Lüge. An deiner Stelle würde ich mich da nicht einmischen, Tommy. Sag mal, kann mir jetzt irgendwer erklären, was hier eigentlich los ist? Das kann ich. Ich gehe weg von hier. Ah ja. Überleg dir, was du sagst. Das hat nichts mit Tommy zu tun. Ich will weg von dir. Was soll das heißen, es hat nichts mit Tommy zu tun? Ich will nicht mehr. Das reicht. Was hast du denn gemeint damit? Das hat nichts mit dir zu tun, hm? Susanne! Sag mal, einer von euch Radio gehört? Ich hätte zu gern gewusst, wie Gladbach gespielt hat. Warte. Nein. Sag nichts, es ist meine Entscheidung. Hey, jetzt sag doch mal was. War es richtig so? Habe ich mich richtig fallen lassen? Das war perfekt. Bist du okay? Ist dir nichts gebrochen, ne? Sim hat ja einen Abstopf nicht gereicht. Wieso? Wenn der Mensch so verzweifelt ist, dass er gar nicht mehr weiter weiß, dann sucht er vergessen im Sex. Schlecht. Komm, trink einen Schnaps.
Jetzt will bloß kein Schnaps. Ich muss nicht glauben, dass mir das leid tut. Ich fahre, sobald es hell ist. Ich auch. Dann fahrt doch zusammen. Mike! Mike, hast du einen Kräuterschnaps oder sowas? Ich habe irgendwas Falsches gegessen. Ich auch. Mädchen, halt dich an die alte Regel. Mach bloß keine Kompromisse mehr, sonst bist du dein Leben lang unglücklich. Weißt du, wenn du nirgends unterkommen kannst, einer aus unserer WG ist für 6 Wochen nach Goa. Du kannst in sein Zimmer, wirklich. Ich würde mich freuen, wenn du eine Weile bei mir wohnst. Mir geht's bestens, aber ich habe auch keine Austern gegessen und Jenny auch nicht. Was ist mit euch los? Ausnahmsweise mal nichts, was mit dir zu tun hat, Tommy. Vielleicht doch. Wahrscheinlich ist es uns unser Wiedersehen auf den Magen geschlagen. Oh ja. Die Konfrontation mit dem guten Menschen von Seeschwan bzw. Frankfurt hat uns Schweine einfach umgehauen. Hört endlich auf damit, es tut mir leid. Dir muss gar nichts leid tun. Finde ich schon. Martin, vergiss doch bitte einfach, was der gute Mensch in den letzten 2 Tagen gesagt hat. Ich will sie nicht vergessen, Tommy, deine Vorwürfe an uns. Ich habe euch gar nichts vorzuwerfen. Nein, du selbst bist der Vorwurf. Es geht doch um uns. Um das, was wir gemacht haben und um das, was wir hätten machen können. Tommy, ich werf dir deine Arroganz vor. Dass du jeden verachtest, der sich's ein bisschen bequemer gemacht hat. Ich verachte niemand. Ich find's ganz gut, wenn ab und zu mal ein Gespenst aus der Vergangenheit auftaucht. Wie meinst du das jetzt wieder? Dass man ab und zu einen Tritt braucht, damit man wieder weiß, wo man steht. Und ob man sich nicht schon ganz verkauft hat für kaltgepresstes Olivenöl und Kaschmirpullover. Was wir sagen wollen, Tommy, ist danke für den Weckruf. Werft mir jetzt bitte nicht auch noch eure Selbstzweifel vor. Nee, ich meine das ganz nett. Ich verstehe euch nicht. Bevor Tommy hierher kam, ging es mir sehr viel besser. Immerhin sind wir noch nicht ganz eingeschlafen. Vielleicht macht man ja in Zukunft auch ein paar Sachen anders. Wunderbar. Jetzt sind wir alle aufgeweicht vom Bauchweh. Und in 3 Tagen bist du wieder im Trott und alles ist vergessen. Hallo. Jenny, ist dir auch schlecht? Nee, warum? Ich wollte euch nur was zeigen. Hier, Joris, Dr. Wagner im Aufsichtsrat der D&E Bank. Bist das du, Tommy? Der schnelle Weg nach oben. Jurist Dr. Wagner wurde jüngstes Mitglied im Aufsichtsrat der D&E Bank. Angefangen hat er als Hausjurist in einer kleinen Filiale. Jetzt mit 34 gehört er zu den einflussreichsten Managern der D&E Bank. Manager? Aufsichtsrat? Was? Ein Mann mit einem 14-Stunden-Tag, dem dennoch seine Familie über alles geht. Frau Nicole ist 27, der kleine Pascal 5 und Sandrine 6 Jahre alt. Bei meiner Familie hole ich mir die Kraft für meinen Job, sagt der promovierte Jurist und Erfolgsmanager mit dem jugendlichen Charme. Was ist das? Was das ist, scheint ein Bericht über Tommy zu sein. Der sollte eigentlich erst nächsten Monat erscheinen. Danke, Susanne. Jetzt weiß ich endlich, was eine kollektive Ohrfeige ist. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Was ist so schlimm dran, wenn es einer zu etwas gebracht hat? Warum? Warum, Tommy? War so eine Idee. Eine Idee? Spiel mit der Nostalgie. Der alte Tommy. Kompliment. Ein lausiges Spiel. Das ist gar nicht für uns gemacht. Das ist ganz alleine nur für dich gemacht. Es war nicht alles Lüge. Und ich war so dumm. Ich habe in dir nur das gesehen, was ich sehen wollte. Vielleicht wollte ich einfach mit dir unter den gleichen Bedingungen anfangen wie damals. Aber es hat sich verdammt viel verändert. Zwischen uns nicht. Komm mit. Du bist doch das ärmste Schwein von uns allen. Du tust mir leid. Ich kann dir nicht helfen. Okay, Freund, ist niemand gestorben, oder? Außerdem weiß ich nicht, um was er traut. Tommy hat Erfolg. Na prima, super. Ich hatte schon Bammel, dass er mich anpumpt.